Jones glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Waren wir da nicht bei Halo 3 gerade? Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. Nein. In einem befindet sich der Kartenraum. Geht doch um diesen Kartographer und sowas. Los, los, los! Oh, die sind viele Gegner. Yeah. Ja, wir schauen, ja. Echt viele. Ich geh erstmal die Aussicht genießen. Und wo ist unser Warthog? Den suche ich gerade. Also kein Scheiß, der muss hier irgendwo sein. Ja! Definitiv! Wir waren da. Oh, da kommt er ja. Da ist er ja wieder. Also, der landet auf mir. Versuch mal. Versuch mal ihn zu fangen. Der ist empfindlich. Du musst ihm vorsichtig entgegennehmen. Okay, ich hab ihn. Ich hab ihn. 3, 2. Los, abkuppeln. Kann ich einsteigen? Ich glaube, die droppen den nicht, solange du ihn auf den Kopf bringen kannst. Geh kurz raus und lauf schnell wieder runter. Stell dich wieder, stell dich mal auf mich und spring hoch. Ja, du bist noch zu nah drunter. Echt? Ja, warte, ich muss vielleicht auch einfach kriechen. So. Ich kann mich nicht stellen, aber. Ja. Ja. Ich kann den nicht. Oh, ich habe eine Granate geworfen. Ja. Ah. Hat den auf den Kopf gekriegt? Ja, ich bin richtig geschmiert. Siehst du den? Oh, ja. Oh Scheiße, ja. Alter, wer will denn hier Gunner spielen? Ja. Mein Platz. So, wo müssen wir hin? Die sind jetzt wütend auf uns. Die beruhigen sich gleich wieder. Das ging nicht anders, Mann. Das Ding ist richtig schwer zu fahren. Das war einfach eine Niedergemetzelte, die denkt so, ja okay, nee, den Scheiß machen wir nicht mit. Jetzt ist es gespeichert, weil wir Kontrollpunkt abgeschlossen haben. Das heißt auf jeden Fall, das ist richtig. Alter, guck mal, das sieht eigentlich hammer nice aus hier. Ja, kann man noch Urlaub machen. Ja. Oh. Ja, scheint so. Ja, ich glaube, die sind gar nicht so wichtig hier. Wir haben nur das Problem gehabt, dass man Kontrollpunkte kriegt, wenn man nicht alle Gegner umbringt. Ah. Hier, wir haben einen Kontrollpunkt. Ja, ich würde gerade sagen. In Halo 3 war das problematisch, aber scheint hier nicht so problematisch. Da müssen wir bestimmt hoch. Okay, jetzt wird's interessant. Nein, das geht nicht einfach. Oh ja, da geht's rein. Oh, da ist so ein Lisaner drin. Boah, hier sind echt viele Gegner. Aber wir sind alle harmlos. Ja, die sind ziemlich instabil. So. Vorsichtig, vorsichtig. Da vorne! Der schießt auf uns. Oh, wir sind angeheftet. Egal, das macht nichts hier drin. Okay. Vielleicht macht das auch was. Ja, also okay, wir müssen, bevor wir da um die Ecke fahren, müssen wir hier ein bisschen aufbauen. Ich wette auch, der ist da drin. Der schweigende Kartograf? Ja, der ist einfach in der Anlage. Warum ist der schweigend? Na, keine Ahnung. Wisst ihr, wenn man die Großen umgebracht hat, dann machen die Kleinen keinen Ärger mehr eigentlich. Ja, die kacken sich dann in die Hose alleine, trauen die sich nicht. Ah ja, da könnte man mal gucken. Links von uns ist noch einer. Der muss also hier sein. Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet. Gehen wir weiter rein.
Oh ja. Machen wir. Gehen wir weiter rein. Oh, scharfe Linkskurve. Oh, die Ja. Schnappe. Läuft nicht. Aber die Türen sind großzügig. Wiggle, wiggle, Ja. wiggle, 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 wiggle. Oh Mann. Ah, oh, der fährt da genau durch. Hast du das gesehen, wie ich da an der Turret mich bewegt habe, da dieses Ding runter? Ich hätte Ja. nicht gedacht, dass die Der hat anderen die richtig Luftsysteme von Halo so gut kennt. getwerkt quasi. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Keith. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Vormarsch? Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Ach, warte mal. Da ist ein Loch drin. Ich hab den ist egal, gemacht. Im Moment passiert, die unterhalten sich ja noch. Sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Gieß, Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Ah, okay. Also müssen wir da wieder hoch. Dann kannst du noch mal. Kannst noch mal ein bisschen Booty shaken. Steineigen. Hoch damit. Wiggle wiggle! Ich kann das nicht sehen. Ah, warte. Das ist immer ein Jump. Also hier ist irgendwo der Knopf einfach. Ich guck gerade, ob es links und rechts irgendwo weitergeht. So. Ja, ich glaube nicht. Bist du was? Nee. Bist du hier was? Ja. Oder? Nee. Ach nee, das ist einfach nur. Nee, nee. Dann müssen wir uns wohl noch mal unten umgucken. Falls du dieses Alien-Terminal noch hast? Nein. Vielleicht müssen wir einfach in die Richtung mal fahren. Ja. Ja, nee, meinst du, die sind so hirnrissig und machen einfach den Schalter für diese scheiß Tür 3 Kilometer entfernt? Ja. Ja, okay. Glaube ich auch. Guck, da sind Gegner. Ja. Das hat er gut erkannt. Das hat er gut erkannt? Er hat gesagt, wir werden sterben. Ah, das habe ich nicht gehört. Da ist auch eine Anlage. Bestimmt in dieser Anlage. Ne, ich glaube, da kommt man nicht hin. Ne? Okay. Ne, wir müssen erstmal weiterfahren. Na gut. Ich will auf die Insel da hinten. Also kommen wir hin. Meinst du, das Ding schwimmt? Ja. Sollen wir es ausprobieren? Haben wir einen Kontrollpunkt? Nein, wir haben keinen guten. Das sind unsere Dudes. Ah, wir sind einmal rum. Ja. Warte mal, nicht schießen. Wir sind im Kreis gefahren. Nicht schießen! Wir gucken, ob die noch sauer sind. Nein, die sind nicht mehr sauer. Hau rein! Okay. Rock'n'Roll! Wollen wir jetzt gucken, ob das Ding schwimmt? Ja, meinetwegen. Na, das schwimmt bestimmt nicht. Wir machen jetzt einfach noch eine Runde. Nein, wir suchen da jetzt den Knopf. Kontrollpunkt, jetzt können wir gucken, ob das Unterstation, aber wie es scheint, müssen wir einen anderen Weg nach oben suchen. Wir müssen einen anderen Weg nach oben suchen. Haben wir nochmal den gleichen Kontrollpunkt bekommen? Ich glaube schon. Da müssen wir irgendwie hoch. Darum geht's. Alter, ich kann nicht anders. Ich muss jetzt wissen, wie weit das Ding ins Wasser fährt. Scheiße, wir haben hier einen Kontrollpunkt gekriegt. Achso, ist okay. Das fährt echt weit ins Wasser. Ja. Kann es einfach schwimmen. Mann, fährt das weit ins Wasser. Scheiße, wir haben hier einen Kontrollpunkt gekriegt. Okay, keine Eier weit rauszufahren und dieses Safe Game einfach zu. Obwohl, will ich das? Na, egal. Scheiß drauf. Hey! Ach, da kommen wir hoch. Guck mal. Ich hab ihn zuerst gesehen. Geil. Nur den Water durchdrücken. Der passt da easy hoch.
So. Super classic. Hab sie erwischt! Was war denn? Ja, das ist wie. Wie für das Auto gemacht? Ja, ich würde auch sagen. Habt ihr das gesehen? Ne, ich hab die Augen zu, während wir hier hochfahren. Jetzt ein bisschen mit Schwung. Die andere Seite ist, glaube ich, besser. Scheiße. Ja, das macht nichts, er geht noch. Andere Seite ist mehr Platz, da fahre ich durch. Ja, jetzt. Habe ich jetzt unseren Duplett gefahren? Ja. Echt? Ja. Habe ich unseren Duplett gefahren? Ja. Okay, dann geht das jetzt ohne Beifahrer weiter. Wieso bist du nicht an der Tourette? Ich box dich. Ich bin an der Tourette. Ah, fetter Bastard. Zwei fette Bastarde. Ah, was sollen die schon machen? Ah, okay, vielleicht sowas. Er hat mich geboxt. Scheiße! Ich wollte ihn überfahren. Ich fahr einmal weg, damit du spawnen kannst. Spawnst du schon? Nee. Dann muss ich den jetzt in einem epischen Autokampf töten. Ja, ich denke auch. Scheiße, hab gelitten. Wir haben den Beifahrer zurück. Ich wollte was sagen. Wie habe ich das geschafft? Mit mehr Schwung wahrscheinlich. Ja, und ein bisschen schräg. Ja. Und los! Oh ja! Oh nein! Gefällt dir das? Gut, ich glaube, wir haben den Beifahrer schon wieder verloren. Ah, das kann nicht passieren. Das ist einfach sein Schicksal. Ist doch echt Level-Design, dass das Ding hier noch so gut durchpasst. Ja. So, diesmal machen wir es ein bisschen geschickt. Sehr geschickt, ja. Ist einer schon hin? Das war hochtaktisch. Warte mal, ich sammle mal dieses rote Ding ein. Die roten Teile sind immer ganz lecker. Da müssen wir auf ein Knöpfchen drücken. Echt? Machst du das reicht, wenn du da drauf drückst? Ja. Cutscene. Ja, okay, dann muss ich da drauf drücken. Ich habe untätig freigeschaltet. Ich bin stolz auf dich. Ja, Entropie. Verwalter der Installationen ist nun schon über 3000 Jahre her. Trotz der eindeutigen Anweisungen ignorieren mich die anderen Illuminaten. Haust du mich gerade? Nein. Sie haben die Fähigkeit verloren. Ich guck die Zwischensequenz. Controller vibriert. Ich guck die Zwischensequenz. Ja, mein Controller vibriert aus irgendeinem Grund. Die letzten Nachrichten, die ich in den 4573 Jahren vor diesem völligen Kommunikationsausfall empfing, waren unvollständige. Hä? Hä? Die Zwischensequenz hat einfach aufgehört. Ich höre die trotzdem. Nochmal abspielen? Ich höre die immer noch. Ich muss wieder hingehen. Ich war auf einmal wieder in dem. Ich auch. Kannst sie aber wieder triggern, die Sequenz. Einfach okay. Wieder hingehen. Was war das denn? Nachzukommen aufgezeichnet. 2401 könnte dazu bestimmt sein, wahnsinnig zu werden. Ich weiß, dass es dafür Notfallprotokolle gibt. Hoffentlich funktionieren sie. Ich werde die Zielsysteme auch weiterhin an den angewiesenen Terminen aufsuchen. Vielleicht haben die anderen Illuminaten es mit störenden galaktischen Phänomenen oder unerwarteten Systemfehlern zu tun. 3000 Jahre voll Systemfehler. Bestimmt. Alle geplanten Forschungsaktivitäten, die mir vom Rat zugeteilt wurden, habe ich derweil ausgeführt. Ich habe die Wächterfunktionen abgeschaltet, nachdem die Experimente abgeschlossen waren, und mich dann in den Ruhezustand begeben, um die Installation mit minimalem Aufwand aufrechterhalten zu können.
Nach 150 Jahren ohne merkliche Auswirkungen auf die Systeme oder die Intaktheit der Installation wurde mir sogar im Ruhezustand langweilig. Ein sehr verstörendes Erlebnis, da man mir versichert hatte, ich sei dazu nicht imstande. Es war eine der mir versprochenen Gaben, das Ende des Unfriedens. Ich bin mir der Gefahren bewusst, die ein unkonzentriertes System wie ich darstellt. Beunruhigend. Ob die anderen Illuminaten ähnliche Probleme haben, oder hängt es mit der besonderen Weise zusammen, wie ich auf diese Installation kam? Zum Zeitvertreib habe ich eine Reihe von Experimenten begonnen und aus versiegelten Sektionen der Installation jegliche Materie evakuiert. Durch die Messung der durch das Vakuum verursachten biologischen Effekte und die spätere biologische Genesung dieser Sektionen erhoffe ich mir wertvolle Einblicke, die bei Notfallszenarien helfen könnten. Im Fall von... Also dieser Staubsauger-Roboter hat einfach mal Großalarm ausgelöst.